Gut, es freut mich auch von meiner Seite, Sie begrüßen zu dürfen. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und vielen Dank im Voraus schon an alle Teilnehmenden der Podiumsdiskussion. Wir haben jetzt einen ersten Einblick erhalten über das Beschaffungsgesetz und was da neu wird. Und dazu haben wir uns von der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit überlegt, möchten wir gerne diesen heutigen Anlass auch organisieren. Es ist uns nicht möglich, eine Grundsatzdebatte über dieses Beschaffungsgesetz zu führen. Deshalb haben wir aus zeitlichen Gründen auch einfach zwei Themen herausgenommen, die für uns als Parlamentariergruppen, die gibt es seit 8 Jahren unterdessen, in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist einerseits eben das Thema Öffentlichkeitsprinzip, Öffentlichkeitsgesetz, Transparenz und andererseits das Thema freihändige Vergaben im IT-Bereich. Und das sind so diese zwei Schwerpunkte, die wir heute jetzt in dieser Stunde, die noch verbleibt, in dieser Diskussion behandeln wollen. Es gäbe weitere spannende Themen, wie Frau Schneider aufgezeigt hat, eben Rechtsschutz, Ausstand. Aber und wir haben uns jetzt mal auf diese zwei Themen fokussiert. Dazu konnten wir namhafte Leute einladen an die heutige Open Hearing. Ich darf einerseits Adrian Lopsiger begrüßen. Er ist seit letztem Jahr eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, war vorher stellvertretender Direktor beim FEDPOL und kennt von dem her sich gut aus mit dem Öffentlichkeitsprinzip. Andererseits darf ich Nadia Fischer begrüßen. Sie ist Business Development bei der Firma Leap, einem Softwarehersteller, der im Bereich Technologien, Webtechnologien tätig ist. In dem Sinn verglichen mit der Firma von Herrn Kipfer eher eine jüngere Firma, die sich quasi in diesem Markt eindringt. Herr Kipfer ist von der Firma Oracle, er ist Country Leader von der Firma Oracle, die als quasi langjährige Firma im Bereich Datenbanken natürlich sehr bekannt ist und deshalb auch schon viele in dem Sinne Projekte umgesetzt hat in der Bundesverwaltung. Und last but not least darf ich Herrn Per Magnus Larsson begrüßen. Er ist stellvertretender Rechtschef bei der Arma Swiss, also bei der Beschaffungsstelle des VBS, wo entsprechend auch viele Beschaffungen stattfinden, unter anderem auch im IT-Bereich. Für die Diskussion selber ist jetzt vorgesehen, dass ich so ein paar Einstiegsfragen stelle und aber dann möglichst schnell auch das Mikrofon öffne, damit Sie als Anwesende Ihre Fragen, die Sie haben in diesem Thema, einbringen können. Oder Sie können sich auch selbstverständlich Voten einbringen. Notieren Sie sich doch das eine oder andere und dann können wir so nach den ersten paar Minuten dann schon bald mal das Mikrofon öffnen. Gut, beginnen wir doch mal mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Ich schaue Sie an, Sie haben da einen wesentlichen Beitrag geleistet, Herr Lopsiger, im Bereich der Botschaft des Bundesrates, das ja eher versteckt nur dieses Thema der Ausschluss vom Öffentlichkeitsprinzip drin war. Können Sie uns etwas kurz erzählen, wie kam es dazu, dass dieses Thema eigentlich nicht groß jetzt Erwähnung fand in der Medienmitteilung des Bundesrats und eigentlich Sie da wie explizit darauf das Licht werfen mussten? Ja, Herr Präsident, geschätzte Parlamentsmitglieder, meine Damen und Herren, ich bin vielleicht der Falsche, dem Sie diese Frage stellen. Ich meine, was genau die Beweggründe waren des Bundesrates, wie er informiert hat, das müssten Sie ihn fragen. Ich kann einfach bestätigen, dass dieses Thema des generellen Ausschlusses des Öffentlichkeitsgesetzes bereits Gegenstand war der Diskussion während des Mitberichtsverfahrens. Ich habe die Möglichkeit, über den Bundeskanzler Mitberichte zu machen und ich habe ein intaktes Vertrauensverhältnis zum Bundeskanzler. Ich weiß, dass er meine Mitberichte nach bestem Wissen und Gewissen vertritt, auch wenn er vielleicht persönlich eine andere Auffassung hat. Und ich glaube, daran ist es nicht gelegen. Ich habe auf diese Problematik aufmerksam gemacht. Mir ist einfach wichtig, dass
eigentlich im Bewusstsein ist, dass das Öffentlichkeitsgesetz, dass der Öffentlichkeitsanspruch nur interessant ist und nur etwas bringt, wenn er auch heikle, sensible Bereiche der Verwaltung betrifft. Ich meine, wenn es um Wetterdaten geht, wenn wir nur noch solche Daten am Schluss dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellen, dann können wir auf das Öffentlichkeitsgesetz verzichten. Und um was geht es? Es geht eben gerade darum, in heiklen Bereichen bezüglich Dokumenten, die eben auch Rückschlüsse auf die Verwaltungstätigkeit zulassen, die politisch, die machtmäßig heikel sein können, die kontrovers beurteilt werden können, dass eben diese Dokumente Gegenstand sind einer öffentlichen Nachprüfung. Das ist aber im Bereich der ganzen Verwaltungstätigkeit so und ist eigentlich keine Spezialität jetzt im Bereich des Finanzwesens oder Beschaffungswesen. Und überall in diesen heiklen Bereichen sind natürlich auch virulente Interessen von Dritten betroffen, Geschäftsgeheimnisse, Wettbewerbsschutz und natürlich auch persönliche Daten. Zum Wettbewerbsschutz gehört nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung natürlich auch die Preiskalkulation. Das haben wir überall, das haben wir in allen Schlichtungsverhandlungen. Das ist nicht eine Spezialität jetzt des Beschaffungswesens. Was einfach damit verbunden ist, wenn es solche Interessen Gegensätze gibt, das ist der Aufwand für die Verwaltung. Wenn es dazu kommt, dass eben in einem interessanten Dossier der Anspruch auf Öffentlichkeit dem Anspruch eines Privaten auf Wettbewerbsschutz gegenübersteht, dann ist klar, das Öffentlichkeitsgesetz, das Beschaffungsgesetz, alle Gesetze machen diese Interessenabwägung und sagen, wenn eben das Geschäftsgeheimnis, die Preiskalkulation betroffen sind, dann müssen diese Informationen ausgesondert werden. Und dort kommt nachher der schwierige Punkt für die Verwaltung. Das heißt, sie muss erstens einmal sagen, ja, es gibt hier einen Dritten, der hat ein privates Interesse. Das allein nützt natürlich noch nicht diesem Dritten seine Position zu formulieren. Man muss dann zusätzlich das auch begründen. Weshalb sind diese Informationen nicht nur möglicherweise wettbewerbsrelevant, sondern weshalb ist das hier in diesem Fall glaubhaft, dass das wirklich eben beeinträchtigend sein könnte? Und da muss man natürlich den Dritten auch anhören. Und dann, wenn man ihn angehört hat, dann muss man über alles hinaus noch die Dokumente dann nach der bundesgerichtlichen Praxis eben verhältnismäßig dem Zugang der Öffentlichkeit entziehen. Das heißt, man muss dann eben das abschwärzen oder abdecken oder herausnehmen aus dem Dossier, das eben wirklich von diesem Geheimnisschutz betroffen ist. Und das ist wiederum mit Aufwand, mit Arbeit verbunden. Arbeit, die aber der Gesetzgeber, so meine ich, eben auch vorsieht. Und das ist auch die Auffassung der Bundesgerichte, dass die Verwaltung eben diesen Aufwand leisten muss. Und dann sagt die Verwaltung, jetzt haben wir diesen Tri gemacht und kommt dann, wenn es nicht zu einer gütlichen Einigung kommt, dann müssen sie dann eben zu mir in die Schlichtungsverhandlung kommen. Und es ist klar, ich sehe ja dann diese Dokumente und wenn ich sehe, dass eben diese Geheimhaltungsinteressen betroffen sind, dass das abgedeckt worden ist, dann kann ich dem Öffentlichkeitsanspruch zustimmen. Und wenn ich eben sehe, dass diese Öffentlichkeits,
dass dann eben diese Geschäftsgeheimnisse trotzdem herausverlangt werden, dann empfehle ich eben dann, diese Herausgabe nicht zu gewähren. Und das ist Alltag, meine Damen und Herren. Das mache ich allen Gebieten und eben nicht nur, wenn es um Beschaffungen geht. Und deshalb bedauere ich eigentlich, dass man jetzt anhand dieses Beschaffungsgesetzes hier irgendwie eine Aushebelung des Öffentlichkeitsgesetzes eingeleitet hat, für die ich eigentlich keinen Anlass sehe. Insbesondere, wenn ich Ihnen auch sagen muss, dass wir diese Problematik gerade in Beschaffungsfällen eigentlich sehr selten behandeln im Beschaffungswesen. Den vorletzten Fall hatte ich 212 respektive meinen Vorgängen und den letzten Fall hatte ich heute Morgen. Okay, also vielen Dank für diese Ausführungen. Mich würde von Herrn Larsson interessieren, Sie haben ja jetzt, es hat ja zahlreiche Journalistinnen und Journalisten hier heute, und das sind ja vor allem auch die Anwender des Öffentlichkeitsgesetzes. Wie sehen Sie das? Also geht es darum, den Journalistinnen und Journalisten die Recherche zu vermiesen? Oder was ist die Intention hinter dieser Auskopplung des Öffentlichkeitsprinzips? Ja, ich kann natürlich nicht für alle vier zentralen Beschaffungsstellen des Bundes sprechen, sondern nur für die Arma Suisse und insbesondere betreffend unseres Kerngeschäfts, also Ausrüstung der Armee, insbesondere auch Kriegsmaterialbeschaffung. Für uns ist einfach die Sache die, wenn wir von namhaften internationalen Rüstungsfirmen sozusagen ihre innersten Geheimnisse in Technologie, Know-how, selbstverständlich auch Kalkulationsgrundlagen und so weiter offengelegt haben wollen, damit wir dann wirklich eine profunde und seriöse Evaluierung betreiben können, dann müssen wir diesen Firmen und letzten Endes dann auch den Aufsichtsbehörden ihrer Nationalstaaten, ich erwähne da insbesondere die USA, ist da sehr streng, dann müssen wir diesen eine wirkliche Garantie zusichern können, vertraglich, dass eben diese Unterlagen die Arma Suisse nicht verlassen. Sonst haben wir ein Problem. Entweder wird es so sein, dass sie darauf vertrauen, wenn dann die Sache durch das BGÖ-Verfahren läuft und gewisse Dinge, und darüber kann man immer streiten, es ist auch eine weitestgehende Auslegungssache, was nun wirklich unter den Schutzbereich der Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse fällt oder nicht. Aber wie dem auch sei, allein durch die Möglichkeit, dass das eben einer Auslegung unterworfen sein kann, dann bröckelt diese Garantie. Und entweder wird es dann so sein, dass diese Anbieter sich sehr zurückhalten werden, was sie uns offenlegen, weil sie eben als Worst-Case-Szenario aus ihrer Sicht damit rechnen müssen, dass es allenfalls eben Gegenstand eines BGÖ-Verfahrens wird. Wir wollen überhaupt nicht den Anspruch dieses Gesetzes in irgendeiner Form in Frage stellen. Selbstverständlich hat der Bürger, aber auch die Medien, die Politik Anspruch darauf zu wissen, was in der Verwaltung passiert. Das ist ganz klar und unbestritten. Aber es gibt einfach gewisse Bereiche, und das sind insbesondere die Bewerbungsunterlagen oder die Unterlagen zur Beschreibung der Leistung, die wir bei den Anbietern erfragt haben. Diese müssen wir in eigenem Interesse, dass wir genug Anbieter haben und dass diese möglichst offen mit uns kommunizieren, diese schützen. Oder wir müssen dann uns darauf einstellen, dass eben das nicht mehr möglich ist und dass wir bei den Beschaffungen dann Risiken auf uns laden, weil wir eben nicht vollständigen Einblick haben. So, das ist eigentlich ein bisschen der Hintergrund, jedenfalls aus Sicht Arma Suisse, wieso wir zum Schluss gekommen sind, dass bei den Beschaffungen, was uns von Dritten anvertraut wird, das muss einen besonderen und vor allem garantierten Schutz genießen. Was Unterlagen unsererseits betrifft, die solche Drittgeheimnisse in dem Sinn nicht berühren, das ist eine andere Geschichte und ist von diesem Artikel nicht erfasst.
Auf der anderen Seite müssen wir auch klar sehen, die Frage nach Transparenz ist berechtigt, aber wir haben eben auch die Sicherheitsbedürfnisse unseres Landes dagegen abzuwägen und insbesondere auch, was wir, wenn wir mit Informationen zu offen umgehen, was die Folgen davon sind, bezüglich eben dann auch der erstklassigen Ausrüstung unserer Armee. Ein weiterer Punkt vielleicht auch in diesem Zusammenhang muss man dahingehend sehen, dass wir geben uns große Mühe, auch im Kernbereich, in der Rüstungsbeschaffung, so transparent wie möglich zu sein. Jedes Jahr bekommen Sie im Parlament eine Rüstungsbotschaft, wo die großen Projekte darin enthalten sind. Ferner haben wir vorhin auch gehört, es wird eine jährliche Liste geben mit Beschaffungen über 50.000 Franken. Da sind auch weitestgehend im neuen Recht ein Großteil auch der Freihänder, die unter 150.000 zu liegen kommen, auch drin erfasst. Insofern glaube ich, dass wir, soweit es eben vertretbar ist, aus all diesen Blickwinkeln, die ich jetzt habe versucht aufzuzeigen, geben wir uns große Mühe, diese Transparenz aufrechtzuerhalten, und selbstverständlich versuchen wir auch im Interesse des Bundeshaushaltes, auch bei den Rüstungsbeschaffungen, eben auch Wettbewerb walten zu lassen. Ist nicht immer einfach, weil der Rüstungsmarkt eben ein eher überblickbarer und in den vergangenen 20 bis 30 Jahren anbieterseitig auch sehr konzentriert wurde. Also es sind nicht in dem Sinn Firmen weggefallen, sondern es gab eben große Zusammenlegungen, insbesondere in den USA. So, das ist an und für sich ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir uns wirklich den Informationsfluss, den wir unbedingt benötigen, erhalten wollen, dann müssen wir auch Garantien abgeben können und sonst verzichten im schlimmsten Fall gewisse Anbieter, insbesondere in den USA, uns überhaupt Angebote zu machen. So, das ist in dem Sinn die Problematik, und die uns dazu bewogen hat, diese Formulierung im neuen BÖB, also im revidierten BÖB, zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Vielleicht ganz kurze Replik von Herrn Lobsiger. Nun ja, ich kann einfach sagen, der Schutz der Drittinteressen ist vollumgänglich garantiert durch das Gesetz. Also es geht um das Technologiegeheimnis, das Geschäftsgeheimnis, das diplomatische Geheimnis, die Interessen anderer Staaten, Streitkräfte und so weiter, ist alles ausdrücklich erwähnt im Öffentlichkeitsgesetz. Wenn natürlich die Verwaltung diese Chancen und diese Garantien, die das Öffentlichkeitsgesetz viel expliziter eben als jetzt zum Beispiel hier diese Ausnahme formuliert ist im BÖB, wenn man das natürlich überliest und einfach sagt, wenn wir hier mitwirken können, dann ist alles, wenn wir hier mitwirken müssen, dann ist alles verloren, dann ist das natürlich eine Trotzhaltung, die nicht weiterführt. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass der Gesetzgeber wollte diese Interessen schützen. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit im Gesetz, dass man dem Anbieter noch eine explizite Vertraulichkeitszusage macht in Bezug auf spezifische Inhalte, spezifische Aspekte des Angebotes. Aber ich sehe es in der Energiewirtschaft, ich sehe es in der Transportwirtschaft, ich sehe es in der Rüstungswirtschaft. Man vergisst es. Man denkt nicht daran und dann sagt man, ja, man kann nichts machen, da kommt dann immer dieses Öffentlichkeitsgesetz. Man muss diese Ausnahmen, auch die Beschaffung ist eben auch ein Projekt, und man muss das Öffentlichkeitsgesetz in die Planung einbeziehen und auch die Garantiemöglichkeit des Drittgeheimnisschutzes eben von Anfang an in die Planung mit einbeziehen, und dann kommt man mit dem Geheimnisschutz auch durch. Und noch ein letzter Punkt, denken Sie daran, das Öffentlichkeitsgesetz kommt erst zum Tragen, wenn das Beschaffungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.
Erst dann kommt das Öffentlichkeitsgesetz, die Schlichtungen und so weiter überhaupt erst zum Tragen. Und wenn Sie jetzt noch einen EDÖP haben, der das nicht begreift oder irgendwie nicht weiß, wie das Geschäftsgeheimnis funktioniert, dann besteht nicht die Gefahr, dass dieser einen unberechtigten Zugang verschaffen kann, weil er kann nur empfehlen. Und wenn die Verwaltung anders verfügt, dann hat der Betroffene die Möglichkeit, das Gericht anzurufen. Und in letzter Instanz kann erst das Bundesgericht zwingen, die Verwaltung Geschäftsgeheimnisse in Anführungszeichen herauszugeben. Das kann die Schlichtungsbehörde nicht. Gut, vielen Dank für diese Antwort. Vielleicht jetzt zu Herrn Kipfer. Sie sind ja eben Leiter von Oracle in der Schweiz, verantwortlich genau für solche Verträge auf Unternehmersicht und haben entsprechend auch Erfahrung. Wie sehen Sie das? Ist es für Sie ein Bedürfnis, diese quasi Verträge geheim zu halten? Ja, also vielleicht muss man den Blickwinkel etwas fein justieren. Also Geheimhaltung muss ja nicht zwingendermaßen heißen, dass etwas zum Nachteil eines Käufers ist oder in diesem Fall zum Nachteil des Steuerzahlers. Geheimhaltung aus der Sicht des Unternehmens oder aus der Sicht des Anbieters wurde eigentlich umfassend von Herrn Larsen beschrieben. Was sind die Interessen? Es ist in der Tat eigentlich drei Bereiche, die für uns von Wichtigkeit sind, dass eine gewisse Vertraulichkeit gewahrt wird. Das eine ist dieser Wettbewerbsschutz. Da geht es natürlich auch darum, eben kalkulatorische Details offenzulegen. Ich glaube, eine solche Offenlegung hat wirklich nur eine sehr begrenzte Sinnhaftigkeit, weil wenn sie aus dem Kontext gerissen werden, kann man im Prinzip auch die nötigen Schlüsse gar nicht daraus ziehen. Das zweite ist sicherlich der Bereich Intellectual Property. Auch da selbstverständlich, aber wie gesagt, da sieht der Gesetzgeber entsprechenden Schutz vor. Das ist von größter Wichtigkeit. Ich glaube aber, was noch dazu kommt, und das ist sicherlich auch etwas, was Sie, Herr Larsen, in der täglichen Arbeit benötigen und demzufolge auch einfordern, ist die Offenlegung von Plänen. Wir werden immer wieder angefragt, können Sie uns die Roadmap geben? Können Sie uns die Roadmap geben zu diesem Produkt? Was sind Nachfolgeentwicklungen? Wie sieht das Produkt XY in 5 Jahren aus? Das heißt, wir legen im Prinzip die Planung unseres Unternehmens offen im Rahmen einer Roadmap. Und das sind natürlich Informationen, die vor allem auch in einem sehr stark wettbewerbsgetriebenen Umfeld wie der Informatik von größtem unternehmerischen Wert sind. Und solche Informationen müssen sichergestellt werden, dass die Dritten nicht zugänglich gemacht werden, weil ich denke, sie sind sehr wichtig in der Entscheidungsfindung und es wäre eigentlich auch nicht im Sinne des Steuerzahlers, wenn man eben solche Informationen nicht zugänglich machen kann, wenn man Gefahr laufen würde, dass diese Dritten zugänglich gemacht würden. Zusätzlich, glaube ich, gilt es in den Kontext zu stellen der Nachhaltigkeit. Auch das, denke ich, ist wichtig. Sie müssen wissen, existiert dieses Produkt noch in 4 Jahren? Existiert dieses Produkt noch in 10, 20 Jahren? Ist die Investition geschützt? Und ich glaube, jetzt nicht direkt in diesem Gesetzestext, aber indirekt ist das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, auch in diesen Kontext zu bringen. Alleine in der Botschaft zur Totalrevision ist Nachhaltigkeit 17 Mal erwähnt. Und von daher gesehen, denke ich, ist das auch immer wieder in diesem Zusammenhang mit zu beurteilen. Mhm. Welche Informationen wir als Anbieter einer beschaffenden Stelle zugänglich machen, um eben diese Investition zu schützen. Mhm. Merci vielmals für die Erklärung. Wie ist es bei Ihnen, bei der Firma Leap? Haben Sie da auch große Geheimnisse, die Sie lieber nicht herausrücken möchten? Nein, das haben wir nicht. Also ich muss es so sagen und ich spreche natürlich wirklich hier aus der Warte eines KMUs, das mit Open Source arbeitet und Individualentwicklungen macht in der Software. Und
Es ist so, bei uns, wir kennen eigentlich unsere Konkurrenten. Und meist wissen wir untereinander auch ungefähr, welche Preisansätze wir haben. Das ist irgendwie nicht geheim und niemand weiß es. Wo wir uns differenzieren zu den Konkurrenten, auch bei solchen Wettbewerben, ist eigentlich durch die Lösungen, die wir anbieten. Und diese Lösungen sind ganz klar auf das Projekt zugeschnitten. Und von denen, also das ist dann mit der Intellectual Property, wie das Herr Kipfer gesagt hat, sind wir schon froh, wenn die nachher natürlich nicht veröffentlicht werden. Aber das ist für mich kein Grund, das Öffentlichkeitsgesetz jetzt einfach hier rauszuklammern. Ich sehe das Problem nicht. Ich bin als Steuerzahlerin sehr daran interessiert, dass das weiterhin gilt. Und ich empfinde ein Unternehmen, das ehrlich ist, transparent ist, auch gegenüber seinen eigenen Kunden, sollte mit dem Öffentlichkeitsgesetz eigentlich überhaupt kein Problem haben. Das scheint mir eher so, die haben irgendwas zu verdecken und darum wollen sie es nicht. Also ich finde es ein bisschen komisch, ethisch. Okay, vielen Dank. Da haben wir wirklich tatsächlich zwei unterschiedliche Sichtweisen, sowohl in der Verwaltung wie auch in der Unternehmenswelt. Ich würde jetzt zu diesem Thema gerne das Mikrofon öffnen. Transparenz, Öffentlichkeitsprinzip und übergebe gerne das Mikrofon. Sagen Sie doch ganz kurz Ihren Namen und von wo das Sie sind. Mein Name ist Peter Marti, ich bin Leiter des Rechtsdienstes der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Und ich darf hier unsere Haltung darlegen, sie ist eine differenzierte. Wir sind der Meinung, dass der Zugang zu den Beschaffungsakten unbedingt gewährleistet werden soll. Alles andere verunmöglicht die Arbeit der Medien. Die Medien haben eine wichtige Funktion, eine Kontrollfunktion auch für den Steuerzahler. Hingegen befürworten wir eine Ausnahme in Sachen Preisprüfungsakten. Das ist eine absolute Ausnahme. Ich muss dazu etwas ausholen. In Monopolsituationen und bei einem Abschluss über 1 Million Franken können wir schon nach heutigem Recht aufgrund eines vertraglichen Einsichtsrechts nachträglich die Preiskalkulation prüfen. Faktisch geht es hier um Abschlüsse mit der Rüstungsindustrie und in diesem Sinn sind wir tätig von der EFK für Armaswiss zusammen mit dem Finanzinspektorat des VBS. Und da muss ich schon appellieren, oder das sind die absolut heikelsten Sachen, wenn unsere Leute Zugriff haben zu der Preiskalkulation. Und für das haben wir diese Ausnahme beansprucht. Diese Diskussion ist relativ spät im Projekt mit reingekommen, und zwar aufgrund von konkreten Erfahrungen, die die EFK letztes Jahr gemacht hat. Wir haben mehrere BGÖ-Gesuche gehabt, Preisprüfung betreffend. Und wir haben zuerst versucht, eine Empfehlung von Herrn Lobsiger, des EDÖB, zu befolgen. Wir haben versucht, eine Anhörung durchzuführen mit 2 Rüstungsfirmen und haben dann gesehen, das war sehr aufwendig und sehr heikel. Wir haben einfach befürchtet, da gibt es einen Vertrauensschaden, damit wir unsere Arbeit in Zukunft nicht mehr machen können. Und wir haben die Übung dann abgebrochen und uns gütlich geeinigt mit dem Gesuchsteller, einem Journalisten. Und gewisse Sachen haben wir offengelegt, aber die Personendaten der Rüstungsfirmen das nicht. Ich bitte Sie in diesem Sinn um Verständnis. Besten Dank. Vielen Dank für die Teilnahme Ihrer Überlegungen. Gibt es weitere Wortmeldungen, auch vielleicht von den Firmen, die hier sind, die auch etwas erläutern könnten, was sind konkret für Sie Geschäftsgeheimnisse und was nicht? Das würde mich noch interessieren. Wir haben jetzt eben gehört, das, was Geschäftsgeheimnis das ist, das soll geheim gehalten werden, aber es gibt auch verschiedene Bestandteile, die durchaus transparent gemacht werden müssen, auch Beträge. Über Zuschläge beispielsweise. Ja, einfach Mikrofon drücken. Mich hat vor allem der dritte Punkt vom Herrn Kipfer etwas beschäftigt.
Und zwar diese Roadmap-Geschichte. Ich bin auch im Softwaregeschäft und wir arbeiten auch mit Roadmaps und wir kommunizieren die oder diskutieren mit Kunden, wie das Nadja auch angesprochen hat. Wenn Sie jetzt aber das als schützenswert und geheim betrachten, dann gibt Ihnen das die Möglichkeit, beispielsweise ein schwaches Produkt zu verkaufen, basierend auf einer Roadmap, in der Sie erklären, dass es in 2 Jahren viel, viel besser ist. Nur, welches Commitment geben Sie dem Bund, dass Sie Ihre Roadmap so wie dokumentiert auch umsetzen? Wenn Sie sagen, das Produkt ist noch 4 Jahre oder 10 am Markt, gehen Sie dann auch wirklich eine Verpflichtung aus von Oracle und garantieren dem Kunden, in 10 Jahren kannst du das Produkt noch von uns beziehen. Wenn das nicht so sein sollte, dann würde ich gerne Sie unterstützen, sagen, wenn schon Argumente sehr stark eingebracht werden über Roadmaps, dann ist das öffentlich und dokumentiert. Also, wenn Sie von der Industrie sind und im Prinzip auch mit solchen Instrumenten oder solchen Dokumentationen arbeiten, dann kennen Sie auch den Stellenwert einer Roadmap. Mal grundsätzlich die Offenlegung solcher Informationen untersteht einem Non-Disclosure Agreement, welches beide Parteien in der Regel zum Zeitpunkt der Offenlegung unterschreiben. Das ist eine Standard-Geschäftspraxis. Ein Zuschlag basiert nie auf der Roadmap. Es wird eine Evaluation durchgeführt, die schlussendlich den funktionalen Umfang eines Angebots basierend auf einer Definition in der Ausschreibung bewertet. Und die Bewertung erfolgt immer auf der Basis des aktuellen Standes des Produkts. Eine Roadmap ist ein sachdienlicher Hinweis im Sinne von, wohin geht die Reise. Und als Industriekenner wissen Sie auch, dass ein Vertrag nie auf der Basis einer Roadmap gemacht werden kann, weil eine Roadmap, wie gesagt, eine Roadmap ist. Nochmal, ich denke, es ist ein sachdienlicher Hinweis für den Beschaffer, in welche Richtung das eine Reise geht. Ich kann Ihnen aber versichern, kein Auftrag, den zumindest Oracle entgegengenommen hat, weder von privater oder öffentlicher Klientel, wurde jemals auf der Basis einer Roadmap erstellt. Das ist eine ergänzende, zusätzliche Information, die von unseren Kunden geschätzt wird. Die machen wir gerne zugänglich im Rahmen der nötigen Mechanismen schützenswerter Daten. Und von daher gesehen würde ich mich jetzt nicht alleine auf diesem Aspekt abstützen, wenn es darum geht, eben zu definieren, welche Daten eben schützenswert sind und welche allenfalls nicht. Gut, danke für die Antwort. Ich denke, generell vom Öffentlichkeitsgesetz wäre es spannend, noch eine Stimme aus den Medien zu hören. Vielleicht auch jemand, der schon mit so Öffentlichkeitsanfragen Erfolg oder Misserfolg hatte. Also ich könnte jemand von den anwesenden Journalisten kurz sagen, was Ihr Bedürfnis wäre, bei solchen Beschaffungen anzufragen oder zu verstehen. Und dann könnte man auch etwas genauer verstehen, ist es jetzt etwas, was geschützt werden müsste oder nicht? Wenn sich da jemand äußern möchte. Vielleicht möchten sich die Journalisten lieber nicht über ihre Geschäftspraktiken so berichten. Ja, es ist schützend. Du schaust mich schon an, Jan Flückiger, NZZ. Ich habe selber noch nie ein Öffentlichkeitsgesuch eingereicht und kann in dem Sinne auch nicht Stellung nehmen dazu. Ich habe einfach mich mit der Praxis des Beschaffungswesens auseinandergesetzt und mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Und für uns Journalisten, ich denke auch für die Öffentlichkeit, für den Steuerzahler, ist ja entscheidend zu wissen, ob bei einer Vergabe alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist. Man geht ja nicht hin und stellt ein Öffentlichkeitsgesuch, um irgendwelche Geschäftsgeheimnisse auszuspionieren. Also uns geht es ja wirklich darum zu sehen, warum hat jemand einen Zuschlag bekommen. Und meistens stellt man ja so ein Gesuch erst, wenn man mindestens einen Hinweis oder einen Verdacht darauf hat, dass das eben nicht der Fall ist. Und ich glaube nicht, dass der Anspruch von uns ist, dass wir dann Einblick in Geschäftsgeheimnisse oder eben, ich meine, Preiskalkulation, das ist natürlich ein Grenzfall. Ich meine, wenn es dann darum geht, dass es umstritten ist, wie ein Preis zustande gekommen ist, dann bestreite ich nicht, dass von unserer Seite wahrscheinlich ein gewisses Interesse da wäre, das zu wissen. Aber wenn der
ich denke, ich würde hier dem Öffentlichkeitsbeauftragten und schließlich eben auch den Gerichten vertrauen, dass sie dann eben diese Daten nicht rausrücken, wenn es wirklich Geschäftsgeheimnisse betrifft. Und also in meiner Erfahrung oder Erfahrung von Kollegen, die ich kenne, ist es ja nicht so, dass wir gerade üppig bestückt werden mit solchen Informationen, sondern die Gerichtspraxis ist eher konservativ, auch der Öffentlichkeitsbeauftragte gibt sich zwar Mühe, aber gibt sich genauso Mühe, auch die Unternehmen oder die Betroffenen zu schützen. Also von daher, uns geht es darum, dass wir unsere Arbeit machen können, und da habe ich größere Bedenken, wenn jetzt einfach ein Bereich, wie es Herr Lobsiger gesagt hat, total aus dem Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen würde. Das wäre völlig systemfremd und öffnet natürlich auch die Türen, dann in anderen Bereichen dasselbe zu tun. Also es wäre ja ein Präzedenzfall, und da sehe ich eigentlich die größte Gefahr. Merci vielmals. Gibt es weitere? Ja, genau. Jetzt ergänze ich doch noch. Ich habe wie ist Ihr Name? Exakt, mein Name ist Novak, ich bin Journalistin in Zentralschweizer und Ostschweizer Zeitung, NZZ Regionalmedien nennt sich das. Ja, ich habe zwei solche Einsichtgesuche in meiner doch schon längeren journalistischen Tätigkeit formuliert. Die betrafen beide das gleiche Departement, in dem die ArmaSwiss als Flagge oder wenigstens angesiedelt ist. Beide Male wurde mir beschieden, es sei ich kann die genaue Formulierung kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber sinngemäß, es würde die Sicherheit des Landes tangieren, wenn ich auch nur einen ganz kleinen Einblick erhielte. Es ging da nicht um Beschaffungen, sondern es ging um Übungen, die ziemlich schief gelaufen sind, um VBS. Ich hatte null Chance, da überhaupt auch nur eine kleinste Offenlegung zu bekommen. Und ich glaube, das zeigt ja genau, dass diese Sorge, die jetzt Herr Larsson formuliert hat, eben nicht begründet ist, dass das eben sehr zurückhaltend, gerade eben im Sicherheitsbereich extrem zurückhaltend angewandt wird. Deshalb möchte ich mich meinem Kollegen anschließen. Danke vielmals für den Erfahrungsbericht. Gibt es weitere Fragen, Kommentare zu dem Öffentlichkeitsprinzip im Beschaffungswesen? Jawohl. Walter Stüdel, ich vertrete hier die IG eHealth. Wir haben immer wieder das Problem, dass Firmen, die sich ungerecht behandelt fühlen, nicht klagen wollen, weil sie Angst haben, dass es nachher zu keinem Auftrag mehr kommt der öffentlichen Verwaltung. Und deshalb ist dieses Instrument aus Verbandssicht sehr geeignet, um den Behörden auf den Fingern zu schauen. Also der heutige Fall betrifft die IG eHealth. Wir haben dort die Kontakte mit den Behörden gesucht, sind nicht vorwärts gekommen und sind sehr dankbar, dass es hier eine neutrale, unabhängige Stelle gibt, bei der man das Anliegen deponieren kann und wo man in einem Schlichtungsverfahren eine gute Lösung finden kann. Also wir sind sehr dafür, dass es beibehalten wird, dieses Instrument. Okay, merci vielmals. Herr Lobsiger, Sie wollten noch antworten. Ja, vielleicht einfach noch diesen Gedanken aufnehmen. Wollen wir in irgendeinem Bereich Ausnahmen schaffen vom Öffentlichkeitsgesetz? Das Beschaffungsthema ist ein Anknüpfungspunkt, aber ich kann Ihnen einfach sagen, es gibt viele andere. Oder das Kontrollthema ist eines. Klar, die Finanzverwaltung ist eine exponierte Stelle, aber wir haben überall das Kontrollthema. Ich selber bin auch eine Kontrollbehörde, eine Aufsichtsbehörde, bin genau gleich dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellt, muss auch diesen Aufwand leisten. Und wenn wir einfach beginnen, irgendwo Löcher zu hauen in diesen Wald, dann kommen alle und sagen, ja, ich habe auch Kontrollaufgaben. Nehmen Sie den Verkehrsbereich. Jetzt hat das UVEC im Infrastrukturgesetz zur Bahninfrastruktur für Kontrollaufgaben eine Ausnahme geschaffen. Ich sage Ihnen einfach, der Bundesrat kann dem Gesetzgeber selbstverständlich vorschlagen, was er möchte, ist die Regierung. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das ein Flächenfeuer aus
lösen könnte. Und es wäre schade, dass am Schluss einfach das Öffentlichkeitsgesetz wie ein Emmentaler Käse dasteht. Gut, das denke ich, könnte man schon fast als Schlussvotum zu diesem Thema bezeichnen. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Thema mal wechseln, das ja auch schon in dem Eingangsreferat angesprochen wurde. Es gibt diesen neuen Artikel oder neu einfach etwas ergänzenden Artikel als eine zusätzliche Möglichkeit, Freihänder durchzuführen. Und da war quasi die Überlegung, ja, gibt es jetzt quasi noch mehr Freihänder? Es gibt heute, haben wir an der Uni Bern untersucht, über praktisch die Hälfte aller IT-Beschaffungen sind heute schon freihändige Vergaben und wird das jetzt quasi noch zunehmen. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was ist überhaupt das Problem oder gibt es überhaupt ein Problem bei freihändigen Vergaben? Oftmals wird eben auch gesagt, es stellt gar nicht unbedingt so eine schwerwiegende Thematik dar und da möchte ich jetzt gerne in diese Diskussion einsteigen. Vielleicht dazu, wir hatten gestern noch kurz so als Vorgespräch darüber geredet, was ist Ihre Haltung jetzt, Herr Kipfer, im Bereich Beschaffung, Oracle, ich denke, das kann man so sagen, profitiert ja auch von Freihändern. Letztes Jahr etwa rund 80 Millionen Franken Verträge freihändig beschafft durch die Bundesverwaltung. Was sehen Sie da? Sind Sie ein Problem oder eher nicht? Ob das ein Problem oder ob das ein Problem ist oder nicht, das werden Sie verstehen, ist für mich natürlich schwierig zu beantworten. Ich sehe es nicht als potenzielles Problem, weil grundsätzlich, was ist ein Beweggrund, ein freihändiges Beschaffungsverfahren zu wählen? Das ist schlussendlich Kontinuität sicherzustellen. Da geht es ja eigentlich darum, das wurde ja auch beschrieben, basierend auf einer getätigten Investition eine Ergänzung oder eine Erweiterung zu tätigen. Und da geht es natürlich direkt oder indirekt auch darum, getätigte Investitionen zu schützen und eben sinnvoll zu erweitern oder auszubauen. Und auch da kann man wieder die Brücke in Richtung Nachhaltigkeit bauen. Nachhaltigkeit ist in diesem Zusammenhang, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Das Zweite ist sicherlich die Wirtschaftlichkeit. Mal grundsätzlich in Frage zu stellen, ist es in jedem Fall sinnvoll und wirtschaftlich, etwas breit auszuschreiben, was eigentlich in der Spezifikation und in der Definition der Bedürfnisse auf einer bestehenden Installation aufbaut. Ich denke, auch da muss man sicherlich ein bisschen die Sinnfrage stellen. Und das Dritte ist vielleicht die Abwägung der Risiken. Ich meine nochmal, es geht um Ergänzung, es geht um Ausbauten. Darum denke ich, kann man auch die Minimierung von Risiken direkt in diesen Zusammenhang bringen, wenn man Kontinuität sicherstellen will. Und am Schluss vom Tag geht es ja in all diesen Projekten auch darum, den Betrieb sicherzustellen. Die haben ja einen Zweck. In vielen Projekten sind ja auch Daten, schützenswerte Daten, und auch da wiederum geht es sicherlich darum, die Sicherheit dieses Projekts, die Sicherheit des Betriebs und damit eben die Kontinuität in einem Projekt sicherzustellen. Ich denke, von daher gesehen, wenn sinnvoll eingesetzt, denke ich, durchaus richtig. Sinnvoll im Sinne auch des Steuerzahlers, weil es geht ja in erster Linie darum, Kontinuität sicherzustellen. Vielen Dank für Ihre Begründungen und Erläuterungen. Mich würde interessieren, jetzt auf der Seite einer Firma KMU jetzt aus der Schweiz, wie sehen Sie das? Oftmals ist ja die Begründung eben, es gibt keine Alternative. Habt ihr keine Alternativen bei euch quasi? Ja, wenn wir die Ausschreibung sehen würden, hätten wir vielleicht Alternativen. Nein, ich finde, ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich die Zahlen wieder gesehen habe, was alles freihändig weggeht, war ich extrem erschrocken. Ich finde das total besorgniserregend. Und weil, also man sagt ja so immer schön im Schweizer Staat, es baut alles auf die KMU. Die KMU müssen stark sein, das garantiert unseren Wohlstand. Und wenn wir dann zu Ausschreibungen gar nicht kommen, finde ich das sehr stark in Frage gestellt.
wenn wir erst im Nachhinein sehen, dass freihändige Vergaben gemacht wurden und einfach den Titel sehen Webportal, dann frage ich mich, hey, Webportale machen wir die ganze Zeit, wieso wurden wir für das gar nicht angefragt? Und ich komme auch mit dem Nachhaltigkeitsbegriff und ich glaube, also der Bund hat ja auch die Wachstumsstrategie so definiert, dass er die Rahmenbedingungen so setzen will, dass sich die Schweiz auch digital entwickeln kann. Und digital sich entwickeln heißt heute Innovation. Und es sind einfach die kleinen Unternehmen, die dort ganz, ganz stark pushen. Der Staat gibt Millionen von Franken aus, dass die ETH und die EPFL sehr innovative Sachen entwickeln. Und darauf gibt es oft so kleine Spin-offs. Da ist ja die LIB schon ein Dinosaurier. Wir sind schon 10 Jahre alt, aber diese Spin-offs kommen neu auf den Markt, sind ein Jahr alt und produzieren wahnsinnig interessante Software, aber die kommen in diese Ausschreibungen gar nicht rein, die sind einfach zu klein. Und ich denke, dort unterbinden wir eine Innovation im digitalen Bereich, der nicht nachhaltig, also wenn diese Unterbindung passiert, dann sind wir eben nicht nachhaltig in unserer digitalen Entwicklung. Zudem, als LIB, wir setzen einen sehr, und ich glaube, das machen alle KMU in diesem Bereich, wo wir arbeiten, setzen sehr stark auf den Nutzen des Endnutzers, also der die Applikation dann wirklich braucht. Und das ist quasi der Steuerzahler investiert in den Staat und der Staat gibt es zurück mit einem Nutzen für den Steuerzahler, indem er nämlich Applikationen produziert, die der Endnutzer direkt brauchen kann, die ihm das Leben vereinfachen. Und auch dort sind einfach, wenn KMU überhaupt an so Ausschreibungen reinkommen, denke ich, können sie den Status quo hinterfragen und Lösungen produzieren, anbieten, die es so noch nicht gibt und dem Steuerzahler direkt helfen. Also ja, ich sehe wirklich, also ich frage mich, es heißt im Gesetz, die freihändige Vergabe soll eine Ausnahme sein. Es sind 50%, das ist keine Ausnahme. Also irgendwie geht das nicht auf mit den Zahlen. Eine Ausnahme sind 2-5% von mir aus gesehen. Und ich finde es eigentlich komisch, dass in der Revision jetzt dieser Artikel 21 also im Sinne, dass es nicht stärker, enger definiert wird, wie man Ausnahmen überhaupt machen kann. Anstatt ihn zu erweitern, sollte man ihn weiter einschränken. Ja. Mhm. Merci. Möchten Sie noch? Ja gut, also ich glaube, die Unternehmensziele, die wir verfolgen, weichen von den Zielen Ihres Unternehmens nicht ab. Wir fördern auch Innovation und machen Lösungen für unsere Kunden und Endbenutzer. In der Definition sind wir auch ein KMU mit 500 Mitarbeitern in der Schweiz. Aber ich glaube nochmal, es geht ja hier in diesem Zusammenhang, das ist zumindest meine subjektive Interpretation des Gesetzestexts, nicht darum, Firmen auszuschließen. Es geht ja darum, eben Kontinuität sicherzustellen und den Betrieb zu sichern und Investitionen zu schützen. Alles, was neu ausgeschrieben wird, steht ja eigentlich allen zur Verfügung. Also von daher gesehen, aus meiner subjektiven Sicht, wie gesagt, ich bin Informatiker und Betriebswirt und kein Jurist, ist für mich da kein Widerspruch im Zusammenhang mit im Prinzip Investitionen zugänglich machen, auch neuen, jungen, kleinen Unternehmen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und auch sehr zu unterstützen, auch in unserem Sinne. Wir haben ja auch sehr viele Partnerschaften mit sehr kleinen Unternehmen, die einen hohen Beitrag eben zum Thema Innovation leisten. Aber eben, wenn es dann darum geht, bestehende Projekte zu ergänzen und zu erweitern, dann sehe ich durchaus die Sinnhaftigkeit dieses Beschaffungsverfahren, so wie wir das erleben. Und es ist ja auch nicht so, dass man, für Sie ist es besorgniserregend, ich kann das durchaus verstehen, aber man muss auch hier wiederum sagen, ich meine, dieses Verfahren heißt ja nicht grundsätzlich, dass es missbraucht wird, im Gegenteil. Also ich meine, hier werden sehr weitgehende Verhandlungen geführt, genauso wie in jedem anderen Verfahren. Und ich glaube nicht, dass das Geld des Steuerzahlers leichtfertiger ausgegeben wird im Rahmen des freihändigen Verfahrens, sondern wie gesagt, es geht last but not least darum, Investitionen zu schützen. Und von daher gesehen unterstütze ich selbstverständlich Ihr Votum, dass wir sicherstellen müssen, dass in der ganzen Breite der Beschaffungsverfahren natürlich kleine, lokale Unternehmen, innovative Unternehmen auf jeden Fall Zugang zu diesem Markt haben. Ich denke, das ist nicht genug
hoch zu gewichten. Also ich wollte darauf antworten. Ich glaube, wir wären ja nur schon beruhigt, wenn wir überhaupt die Transparenz hätten. Weil es gibt auch Ausschreibungen, die werden veröffentlicht, die schaue ich an als Business Developer und entscheide, wollen wir da mitmachen oder nicht. Und dann gibt es ganz viele Ausschreibungen, wo ich sage, ja, okay, da machen wir gar nicht mit, das passt gar nicht auf unser Profil. Die Technologie bieten wir noch dann und so weiter. Es gibt ganz viele Kriterien, wieso wir bei einer Ausschreibung nicht mitmachen. Aber was einfach komisch ist, ist, wenn wir die ja nicht mal sehen. Und das hinterlässt ein ganz komisches Gefühl, oder? Es ist so, ihr seid von Anfang an ausgeschlossen, weil das geht euch sowieso nichts an. Und das, finde ich, sollte sich ändern. Und dort kommen ja diese ganzen Ausnahmen rein. Es muss alles nicht veröffentlicht werden, wenn jeweils diese Ausnahmen zugezogen werden können. Sage ich mir, ja, schreibt es doch einfach aus. Die Anbieter werden sich dann schon entscheiden, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Es kommt auch noch dazu, die meisten KMU können sich ja gar nicht leisten, bei diesen Ausschreibungen mitzumachen. Also wir überlegen uns extrem gut, ob wir mitmachen. Und wenn wir wissen, dass wir gegen sie konkurrenzieren und von der Technologie her schon keine Chance haben, machen wir gar nicht mit. Gut, ich denke, das ist nochmal ein anderes Thema, haben wir vorgängig auch kurz diskutiert. Ich denke eben auch, eine Standardisierung der Verfahren, eine Vereinheitlichung der Beschaffungsverfahren auf nationaler oder kantonaler Ebene ist sehr begrüßenswert. Weil wenn sich ein Unternehmen mit verschiedensten Beschaffungsverfahren auseinandersetzen muss, ist das ein zusätzlicher Aufwand. Aufwand bedeutet Kosten. Kosten ist Investitionsrisiko und deshalb muss anfangs ein kleiner, speziell, aber das betrifft auch uns manchmal, die Entscheidung treffen, nicht mitzumachen, weil einfach das Angebot Risiko im Sinne von Investitionen, die ich tätigen muss, Aufwand, den ich betreiben muss, versus Chancen, dass ich im Prinzip den Zuschlag bekomme, relativ klein. Und deshalb eine Vereinheitlichung, eine Standardisierung im Beschaffungswesen auf nationaler und kantonaler Ebene durchaus erstrebenswert und eben eine Vereinfachung, was dann auch für den Anbieter selbstverständlich bedeutet, mit geringeren Kosten konfrontiert zu sein. Okay, da haben wir Konsens, denke ich, dass diese Vereinheitlichung sicher nützt. Jetzt möchte ich auch hier bei diesem Thema das Mikrofon öffnen und Ihnen die Möglichkeit geben, Votum zu ergreifen, Fragen zu stellen oder Kommentar abzugeben. Ja. Giovanni Conti, Bundesamt für Informatik. Ich möchte nur Frau Fischer dahingehend orientieren als Steuerzahlerin, dass wenn wir ausschreiben, das bei uns, also für den Steuerzahler, auch Kosten verursacht, und zwar nicht unrelevant. Das Ausschreibungsverfahren ist für die Anbieter ein anspruchsvolles Thema, wo man entscheiden muss, ob man diese Aufwände treibt. Für uns ist es, ab dem Moment, wo wir ausschreiben müssen, ein garantierter Aufwand. Und die Art, wie ich die Voten höre zu den unterschwelligen, freihändigen Vergaben, suggeriert, dass man da etwas zu verheimlichen hat. Es hat auch viel mit Arbeitseffizienz im Sinne des Steuerfrankens zu tun. Und das müssen vielleicht die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dann auch berücksichtigen in der Meinungsbildung. Wir sind nicht bezahlt, um irgendwie Geheimhaltungen und Hinterziehungen zu machen. Wir sind bezahlt, um zu versuchen, so effizient wie möglich das Geschäft und unsere Aufgabe wahrzunehmen. Und manchmal ist es im Sinne des Steuerfrankens wirklich effizienter, eine freihändige Vergabe zu machen. Und ja, das könnte dann dazu führen, dass man den Eindruck hat, man hätte Opportunitäten verpasst. Aber Ausschreibungen kosten der Verwaltung ziemlich viel. Darf ich da zurückfragen, ist es denn im Artikel 21 vorgesehen, dass Sie nicht ausschreiben öffentlich, weil die internen Kosten zu hoch werden? Das ist keine Ausnahmeregelung, oder? Nein, ich sage das nur mit Bezug auf Ihre Bemerkung, schreiben Sie ja, doch ja, nein, aus. Das ist mir klar. Also ich kann diese Begründung kann ich sehr gut verstehen und die ist mir auch bewusst. Also genauso umgekehrt ist es bei uns ja auch so. Das ist sowieso, wieso diese ganze Beschaffung der öffentlichen Hand sehr schwierig ist für alle. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich glaube, ich könnte als Anbieter das auch verstehen, wenn Sie ausschreiben und sagen, hey, wir machen das freihändig, wir werden das freihändig machen, weil die internen Kosten zu groß sind. Wenn ich das nur noch einfach mal sehen würde.
Mit den neuen Publikationen sehen Sie das. Sie sehen es im Nachgang, aber Sie sehen es. Danke vielmals. Also es geht natürlich nur über die überschwelligen Freihändler, einfach dass da kein Durcheinander entsteht. Also es geht nie um die Beschaffungen unter 250.000 Franken. Wir haben einfach auf SIMAP haben wir gesehen, dass bei den überschwelligen Beschaffungen rund 50% freihändig passieren. Das ist eigentlich eine wichtige noch Information, denke ich. Gibt es weitere Voten, Ansprüche an die öffentliche Beschaffung? Ja. Ja, mich würde einfach noch wundern, der Herr von Oracle hat ja von der Kontinuität gesprochen. Von mir aus gesehen gibt es einen kleinen Zielkonflikt zwischen Kontinuität und allenfalls Nachhaltigkeit dann in der langen Frist, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das BIT mit Arbeitseffizienz argumentiert, das ist immer einfacher, auf einer bestehenden Lösung aufzubauen und wahrscheinlich kurzfristig günstiger. Aber die Frage ist ja, ob etwas langfristig dann günstiger werden könnte, wenn man auf eine neue Lösung baut. Und die Frage, die sich dann mir stellt, ist, wie bereit ist die Verwaltung dazu, eben einmal ein Risiko einzugehen und auf die kurze Frist mehr Aufwand in Kauf zu nehmen, um dann eben vielleicht in der langen Frist Effizienzgewinne zu haben? Weil das ist eigentlich das, die Rückmeldung, die ich habe aus der Branche, dass man sagt, ja, es geht einfach immer weiter wie bisher, weil das ist für alle Beteiligten am einfachsten, aber langfristig ist das dann eben vielleicht nicht das Günstigste. Ja, möchten Sie da kurz antworten? Ja, also wir sind bemüht, die Technologieschritte zu machen, damit die Verwaltung technologisch aktuell bleibt. Der Spagat ist, in welchen Verwaltungseinheiten und in welchem Moment macht die Verwaltungseinheit so ein Vorhaben, weil wir ihnen dann neue Technologien zur Verfügung stellen, aber sie die Mittel für das Projekt dann selber bereitstellen müssen. Ein Beispiel für eine Innovation, die jetzt gerade auch das Parlament beschäftigt, ist die Transformation der Zollverwaltung über die nächsten paar Jahre. Dort findet genau das statt, was Sie gesagt haben, nämlich ein großer technologischer und organisatorischer Schritt, in der Reihenfolge ein organisatorischer und technologischer Schritt. Aber das kann man nicht über alle Technologien stülpen. Wir betreiben hunderte von Fachanwendungen, da können wir jetzt nicht einfach sagen, jetzt räumen wir eine Technologie einfach aus. Das ist nicht praktikabel. Merci vielmals. Ja, gibt es weitere Voten und Überlegungen in diesem Thema? Wie könnten diese Freihändler, also sind sie überhaupt ein Problem? Wenn ja, wie können sie reduziert werden? Vielleicht dazu, ja, von der EFK. Wir haben uns dazu auch unsere Überlegungen gemacht. Mhm. Also Wettbewerb sollte ja nicht Selbstzweck sein, sondern wir müssen auch an die Wirtschaftlichkeit denken. Investitionsschutz ist eine Aufgabe und dabei natürlich die Lebenszyklen der Geräte beachten. Wir haben in der Ämterkonsultation darauf hingewirkt, dass die Vertragsgestaltung, wenn möglich, eben über die 5 Jahre hinausgehen sollte. Und das ist in der Botschaft sehr gut umgesetzt und beschrieben. Man muss es einfach begründen. Also noch einmal, unsere Absicht ist, lieber ein längerfristiger Vertrag als diese ewigen Folgeaufträge, eben die Freihändler. Mhm. Aber dazu würde es benötigen, wie Frau Schneider gesagt hat, dass mal der Grundauftrag überhaupt regulär ausgeschrieben wird. Verstehe ich Sie richtig? Auf jeden Fall, ja. Gut, ich denke, das Thema ist und bleibt komplex. Wenn es keine weiteren Voten gibt, darf ich sonst gerne von meiner Seite abschließen. Ich danke ganz herzlich allen Panel-Teilnehmenden, Frau Schneider-Häusi, und darf jetzt zum Schlussvotum unserer Co-Präsidentin Edi Graf-Litscher das Wort übergeben. Ja, besten Dank, Matthias. Besten Dank, geschätzte Gäste, für Ihre interessanten Inputs. Besten Dank auch Ihnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich habe mir so überlegt, was hat sich getan?
seit diesen 8 Jahren, als wir PALDIGI gegründet haben. Matthias Stürmer hat es am Anfang gesagt, gegründet wurden wir ja eigentlich, als der Bund sehr viele freihändige Vergaben an Microsoft gemacht hat. Die Medien waren dort schon sensibilisiert auf das Thema, aber bei uns im Parlament war das noch kein großes Thema. Was heißt das, freihändige Vergaben? Und zu Beginn, das kann Giovanni Conti sicher auch unterschreiben, wurden wir alle so ein bisschen belächelt, oder? Wir haben dann wie üblich Vorstöße gemacht etc. Und jetzt glaube ich, dieser Anlass hier heute zeigt, wie wichtig das eben der Austausch ist untereinander. Ich bin beeindruckt von den offenen Diskussionen und ich glaube, mein Fazit, das ich mitnehme, ist das, dass es eben nicht nur Schwarz-Weiß gibt. Eben sehr schnell wird uns gesagt, das lohnt sich nicht auszuschreiben, das gibt keine andere Regelung, es geht um die Sicherheit der Schweiz, da sind wir alle gleicher Meinung. Aber wie können wir sicherstellen, dass es eben Ausnahmen gibt? Und da haben wir jetzt heute sehr gute Beispiele gehört, auch von Herrn Marti von der Finanzkontrolle, dass man eben definiert, ja, grundsätzlich wird ausgeschrieben, grundsätzlich ist es transparent, aber dort und dort braucht es eben genau einen Schutz, wenn es um Persönlichkeitsschutz geht, um Geschäftsgeheimnis geht. Ich glaube, was für uns auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier jetzt zentral ist, dass wir uns wirklich in der Diskussion, in den Kommissionen, in den Fraktionen nochmals intensiv damit beschäftigen. Für mich persönlich ist klar, also wir können kein neues Beschaffungsgesetz in Kraft setzen, das einfach per se das Öffentlichkeitsgesetz aushebelt. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Ich habe im Moment den Eindruck, man hat ein Öffentlichkeitsgesetz geschaffen und müsste es eigentlich umkehren, um zu sagen, wo es noch Gültigkeit hat. Sie haben das Beispiel gebracht, auch im öffentlichen Verkehr wird es so eingesetzt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben diese Diskussion ohne Schwarz-Weiß-Malerei führen, aber uns auch als Parlamentarierinnen und Parlamentarier immer wieder erlauben, auch der Verwaltung vertiefte Fragen zu stellen und dass wir uns eben nicht einfach nur abspeisen lassen, es ist aus Grund der Sicherheit der Schweiz. Da sind wir uns alle einig. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich auch bei meinem Co-Präsidenten Franz Grütter, dass du kurzfristig mit mir die Rolle getauscht hast und dass wir heute so offen miteinander diskutieren konnten. Ich glaube, das bringt unser Land weiter und in diesem Sinne danke ich ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin noch einen guten Tag. Und im Sinne der Transparenz ein schlussendlich verabschiedetes neues Beschaffungsgesetz, das seinem Namen auch bezüglich der Transparenz gerecht wird. Besten Dank. Super.